Hallo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. Heute machen wir mal FIFA. Ich bin ja gerade bei FIFA Ultimate Team, aber das mache ich jetzt nicht. Ich bin eine Nachricht vom FIFA Team gekommen. Ich lese nicht so schnell durch, weil ich lese aber nicht durch. Ultimate Team. Also schaue ich mal, welche Karriere. Jetzt gehe ich in eine Karriere rein. Ich wollte eigentlich Karriere lang gehen. Welche Karriere ich habe? Ich bin Rapid-Karriere. Da habe ich mir Roland und Royce von Bellingham schon gekauft und das Ding. Alaba auch schon. Ich finde das Team ultra geil. Aber irgendwie, ich ist Karriere laden. Ich kann eine andere Karriere schon, das weiß ich jetzt nicht. Aber ich glaube, ich mache jetzt keine. Folterfußball. Ich. Wir Anschluss spielen, also ein Spiel, wir spielen, glaube ich. Ja, wir spielen das Derby Borussia Dortmund. Wir spielen Borussia Dortmund gegen Schalke 04. Wir spielen natürlich mit Borussia Dortmund. Das ist nämlich nächste Woche. Am Samstag, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht, ob es Samstag oder Sonntag oder Freitag ist. Ein großer Dortmund. Ich bin gegen Schalke 04. Ich bin, wenn ich nicht wissen bin. Ich bin da, glaube ich. So mit diesen. Ich sag mit diesen Songs spielen. Die natürlich mit Heimat. Ist gar anders, hat fast keinen Sinn damit. Ups. Hä? Dieses Zeichen habe ich auch noch nie gesehen. Ich glaube, dass die Gesamtstärke hochgeht wahrscheinlich. Das ist ja, das steht ja da. Versteht das so? Na klar, und bei Kanji geht's. Ach, das ist doch so wahrscheinlich. Dann nehmen wir dann Pisse. Nehmen wir dann Pissen, ne? Dann. Ja, und dann. Aber bei Guerrero auch. Ja, irgendwie finde ich die auf dem SD ganz okay. Ja. Ich bin jetzt bei den Einstellungen. Will ich jetzt Profi, aber ich könnte Weltklasse, dann Legende, dann. Aber Weltklasse ist mir oft eigentlich, finde ich, das ist mir, ich bin bei Profi schon richtig überrannt, aber dann, wenn ich bei Weltklasse jetzt spiele, dann ist es mir wieder zu schwer. Standard dann nämlich, Arena ist, da finde ich das so scheiße, dass du dich Gitter da sind, aber Ausbrüher individuell Sommer. Es ist eigentlich dann Winter. Ich werde nie spielen. Ich nehme ein bisschen Schnee. Bewölkt. Platzart. Kunstrasse. Standort. So, dann Linienfarben stand blau. Blau hat so krass ausgesehen. Weichen natürlich Standard. War natürlich. Okay, dann sind wir fertig. Dann fangen wir an.
So. Schalke 04 gegen Borussia Dortmund. Ein spannendes Ligaspiel, also Wolf. Beide wissen, worum es geht, gerade gegen diesen Gegner. Dortmund ist. Und das merkt man auch, wenn man die Fans beobachtet. Eine extreme Erwartungshaltung vor dieser Partie. Wir hätten eigentlich irgendwie. Sie müssen vorne mit dem Feind. Hätten eigentlich. Eigentlich hätten wir das Spiel Dortmund gegen Hoffenheim gemacht, dann wären dann halt die richtige Tabelle gewesen, weil, aber ich weiß nicht, wie FIFA das einfach weiß, wie das die Tabelle gerade wirklich ist. Weil es hat gestimmt mit Dortmund 6 da, das habe ich gesehen, das weiß ich. Sind wir nicht auch 6 da, glaube ich. Und wir werden jetzt mal anfangen. Aufstellungen wollte ich sehen oder nicht? Ich würde sagen, ja, schon was im Namen. Normalerweise ist mir nicht an, aber trotzdem Bock zu mich. Hoppe ist ein Sturm bei Schalke. Da bin ich mal ein Foto. Bürki im Tor, ab der Dortmunder. Guerrero Hummel. Delaney Chan im Mittelfeld, im defensiven Brandt, Ross Sancho im offensiven Mittelfeld und Haaland vorn im Sturm. Schalke hat den Anstoß. Und jetzt geht's los. Und am Ball. Ich spiele auf der Kommentator. Marco Reus am Ball. Reus. Reus. Da geht was mit dem. Jayan Sancho. Und da haben wir Meunier. Ich habe eigentlich jetzt nichts. Meunier. Okay, komm, Meunier. Ja, nein. Ah, nein. Klasse Chance liegen aus kürzester Entfernung. Ich weiß nicht, wie man so da hat er sich noch rüber gedreht. Das letzte Video war ja mit die Match-Attacks, die Tops Match-Attacks, Champions League oder Europa League, Tindose, Megatindose von den Wildcards. Ja, und das ist um 2021. Ui, Schalke jetzt da. Da hast du ja die Club 100 Frankie. Der. Es ist in jeder Tin. Schreibt es mir in die Kommentare. Wenn ihr wisst, ob in den Mini-Teens auch über ob Club 100 dabei sind. Oder muss man da Glück haben, dass man da dabei hat. Aber, und ihr könnt auch noch dazu schreiben, ob bei jeder Megatindose auch immer Club 100 dabei sind, aber ich glaube schon. Dortmund über außen. Hoppe, ja, das sehen wir. Marco Reus am Ball, der macht's gut. Das ist Guerrero. Ai! Dortmund verliert den Ball. Aber das war dann halt vielleicht ein zu weiter Weg für den Ball. 0-0 nach 12 Minuten. Yes! Der Fehler von Schalke! Und das war Abseits. Erling Haaland ärgert sich. Und wie ich da so geschrien habe bei der Karte von Erling Haaland. Und da, jetzt habe ich Erling Haaland! Und da ist hier den Club 100! Frankie Teller und Club 100! Bürki hat den jetzt Guerrero auf Brand und dann ist da Erling Haaland und dann haben wir Guerrero flankt rein und da ist Marco Reus, aber der kommt nicht an den Ball. Die Verteidigung macht das alles super gut. Sie machen das richtig gut. Und jetzt Brandt mit dem Einwurf auf
dann wieder Julian Brandt. Julian Brandt. Wie Marco Reus, super gemacht von Brandt und Reus. Und dann Jadon Sancho spielt nochmal zurück zur sicheren Seite auf Meunier, dass es halt irgendwie ein besserer Spielzug ist. Und dann ist Brandt am Tag. Und er macht's nicht! Und wenn ihr das Video cool findet, dann wisst ihr, was ihr machen müsst. Daumen nach oben, Glocke aktivieren, dass ihr kein Video mehr verpasst. Und den Kanal abonnieren. Wenn euch meine Videos gefallen, also guckt euch mal ein paar an. Und dann, und jetzt zieht man halt gelbe Karte. Und ich bin nicht gut im Elfmeterschießen. Aber wenn ich wenn die Gegner eine Elfe haben, dann bin ich gut. Aber so selber schießen bin ich nicht so gut. Aber diesmal klappt es mit Erling Haaland. 1-0 Dortmund. 0-1 Dortmund. 26. Spielminute. Erling Haaland. Gestern habe ich ihn früh das Top-Match-Attack, die Tindose, die Megatin, geöffnet. Gestern habe ich es nicht geöffnet, aber gestern wurde das Video veröffentlicht, dass man sich angucken kann, aber schon an den Tag davor das Video gemacht. Und jetzt, wer war denn das eigentlich? Meunier oder? Ich weiß nicht, und jetzt haben wir Erling Haaland. Can? Okay, was macht er? Zurück auf die sichere Seite zu Piszczek, der zu Hummels und der spielt zurück zu Roman Bürki und der hat Platz, dass er mal ein wenig aus dem Strafraum geht. Das war nicht so ganz sicher. Jetzt Guerrero. Und jetzt Brandt. Oh, vielleicht ein bisschen zu spät der Pass gekommen. Wir führen trotzdem noch 1-0, aber es hauscht um die Führung. Wenn sie ein Tor machen, dann ist es schon wieder unentschieden. Und der Tabellenletzte gegen den Tabellensechsten. Also 12 Plätze hinter. 12 Mannschaften sind dazwischen bei diesen. Glaube ich jetzt halt, ja, 12 muss man das sein. Das ist bislang durchaus brauchbar, aber zum Rückgang. 11, 12 und 13, also ich jetzt habe ich genau. Sancho, Meunier. Dann kann er da ist raus, na! Er kann den Ball. Er kann nicht zum Ball, aber jetzt. Sancho mit der Ecke. Und er geht auf Hummels. Keine schlechte Chance hier bei diesem Kopfball, aber die Abwehr ist natürlich da. Ja, da wird es eng. Sie sind da. Bleibt bei der 41. Minute bei 0-1. Nach dem Spiel machen wir, glaube ich, kein Video mehr. Aber ich weiß es heute nicht und heiß Schalke. Nach dem Spiel machen wir keinen mehr. Das ist, glaube ich. Ich weiß es aber nicht. Ich weiß nicht, ob wir eins machen. Ob wir dann noch eins machen oder nicht. Na guck, da schauen wir uns dann halt noch ein wenig was an, vielleicht. Aber jetzt haben wir mein erstes FIFA-Video. Mein erstes Tops-Match. Der erste Match-Attack. Der Tobias wird dann fahren. Das könnte gefährlich werden. Okay, jetzt. Ich könnte ihn machen. Wo ist die Mann? Ein Tor haben wir in Halbzeit 1 gesehen. Und damit ist
hier noch nichts entschieden. Nach der ersten Hälfte sind sie in Führung. Es war halt meine blöde Schwester. Ich schaue oft rein und. Natürlich der Elberwolf. Das mag ich nicht. Jetzt ist eh halt Zeit, wenn ihr es gehört habt. Es ist wurscht, aber egal halt. Na, bei der Aufstellung muss man eigentlich nichts ändern. Okay, es geht weiter. Erling Haaland. Lachter Spiel. Zweite Halbzeit beginnen. Müller. Was macht er? Ui, der war, hätte besser kommen können. Aber das ist halt jetzt mal so. Ui, ui, ui. Und. Ui, Guerrero. Und jetzt haben wir Bacan am Plan. Und jetzt ist Jadon Sancho am Angriff. Platz, Jadon Sancho hat Platz. 2-0, Borussia Dortmund. 50. Minute, Jadon Sancho. Vorlage von Can, glaube ich. Oder Can, ja, der kann gut Can. Da ist der Konter. Und das ist dann natürlich genau die richtige Entscheidung. Er nimmt das kurze Eck, rechnet nicht jeder mit. Check und jetzt haben wir Julian Brandt und da ist der Ready. Erling Haaland. Ui. Der ist weg. Jetzt hoppe, hoppe. Hoppe, hoppe, Reiter. Wenn er fällt, dann schreit er. Fällt er in den Sumpf, macht der Reiter Plumps. Hoppe, hoppe, Reiter. Wenn er fällt, dann schreit er. Jetzt pisst weg. Dieses Lied ist mir jetzt eingefallen zu dem. Hoppe, 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 hoppe. Und der nimmt Hand mit Brand. Wo ist der Mann so da? Okay, Hummels. Delaney, der kommt. Oh, mein Haar nicht dran. Jetzt Schalke mit Hoppe. Auf gut. Aber Meunier arbeitet am CD. Ich mache jetzt eine Pause, ich bin gleich wieder da. Ich habe nur mit meiner Schwester gesagt, dass keiner reinkommen darf, weil ich ja gerade ein Video mache. Und wir machen jetzt weiter. Abstoß haben wir jetzt. Glocki nimmt Max Hummels. Und der nimmt Guerrero. Dann auf Max. Der nimmt gleich den Schnellerschein weg. Aber der hat nicht funktioniert. Aber vielleicht macht es Dortmund bald. Anders, eine andere Taktik. Ich glaube. Sie machen jetzt eine andere Taktik ein bisschen. Ich weiß nämlich, ob wir eine andere Taktik jetzt machen. Aber jetzt. Nee, Mist! Jetzt verlieren wir den Ball noch. Das könnte vielleicht was werden. Und, okay, die Führung ist. Aufholbar! Ja, das habe ich gerade gemeint. Die ist noch aufholbar. Die kann man noch aufholen.
Und das sieht man jetzt. 1-2, Schalke ist wieder da. 66. Spielminute. Und wer war? Hoppe, Reiter hat getroffen. Schalke ist auf, drückt gerade auf den Ausgleich. Und es ist die 83. Und wenn wir da ein Tor bekommen, dann ist das bitter. Weil dann werden wir Elfmeter. Erling Haaland und das war abseits. Ist euch das auch irgendwie schon mal aufgefallen? Dass, wenn die Spieler dann die Hand heben, für Abseits ist es kein Abseits, aber wenn sie die Hand nicht heben, ist es kein Abseits. Das ist mir schon einmal aufgefallen irgendwie. Trotzdem, jetzt machen wir weiter. Chan, okay. Chan. Jetzt haben wir Sancho. Flitzt der rechte Gnaden oder macht der Sancho? Ja, das macht der Sancho. Und hier wird es jetzt 2 Minuten nachgezeigt. 2 Minuten oben drauf, wir dürfen jetzt kein Tor bekommen. Also sonst heißt es 11. Aha, mit der Aktion, oder? Ich will gelb ab. Dann bekommen wir wahrscheinlich die gelbe. Schon, hol er sich.
zweites Puh. Und dann sage ich zu euch Tschüss. Es war cool mit euch jetzt ein Video zu drehen. Und ciao.